Schönen guten Tag und hallo, ihr sagt, weiter geht's mit Domination. So, unsere Ressourcen werden wir erstmal wieder einsammeln, so wie immer. Checken dann ab, was wir hier auf Tasche haben, was wir damit natürlich machen können. Das ist da hingestellt, werden wir gleich mal sehen, weil so viel haben wir ja nicht auf Tasche. Von daher denke ich auch nicht, dass wir hier so viel mit unseren Ressourcen reißen können. So, dann werden wir erstmal unsere Obstbäume absammeln. Das ist natürlich immer sehr sinnvoll, um auch ein paar Handelsgüter zu bekommen. Das ist auf jeden Fall mal richtig wichtig, Handelsgüter zu haben. Hier seht ihr, so viel haben wir nicht am Start. Dann gucken wir erstmal in unserer Kaserne, was ist da so los. Hier haben wir auf jeden Fall genug Truppen am Start. Können jetzt natürlich erstmal wieder General mit aktivieren. So, das haben wir erledigt. Außerdem haben wir ja Kriegstaktiken mit am Start und können jetzt mal gucken, ob wir hier eventuell noch ein paar Söldner anheuern können. Hier haben wir nur einen, von daher ist es nicht so dolle. Insgesamt zwei. Einen haben wir schon angeheuert. Von daher könnten wir jetzt auch einfach mal in den Kampf gehen. Aber ich würde sagen, den Obstbaum sammeln wir ab. Und natürlich unsere Goldminen werden wir auch abbauen. So, dann gucken wir hier, was rennt hier noch so an Viehzeug rum. Was können wir hier eventuell noch jagen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig für uns. Aber so viel rennt nicht rum. Hier haben wir noch einen Hase, den wir jagen können. Aber dann wartet auch so weit. Wie ihr seht, von daher müssen wir da erstmal eine Runde warten, ein bisschen uns gedulden, um dann anschließend hier zu gucken, was noch so geht. Was haben wir hier? Wir sind natürlich gleich wieder hochgekommen, haben jetzt 900 so eine Ordenpunkte, beziehungsweise 903. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So, dann checken wir natürlich hier die erste Hilfe ab. Die Forschung ist abgeschlossen. So muss es sein. Geile Sache. Fette Ding. Können wir gleich nochmal auf Forschung gehen. Auf Taktiken gucken. 475 brauchen wir. Um unsere Generäle weiter zu pimpen, brauchen wir jeweils 675.000 Nahrung. Für die Taktik, wie gesagt, 475.000. Und mehr können wir hier erstmal nicht machen. Klar, den Versorgungskanal, da brauchen wir 720.000 Nahrung, das ist natürlich extrem derbe. So, was haben wir hier? Deine Weisen haben Folgendes entdeckt. Gusseisen, diese Technologie erhöht schwerer Kavallerie-Räuberangriff um 20%. Sehr schön. Dann sind wir auch bald auf Level Nummer 78, wie ihr seht. Könnten hier erstmal gucken, was wir hier noch brauchen. Aber hier brauchen wir erstmal, was heißt, was wir noch brauchen, was wir uns leisten können. So viel können wir uns nicht leisten, von daher fällt es erstmal flach. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf und gucken, ob wir hier einen Gegner finden, den wir irgendwie besiegen können. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig für uns, um natürlich weitere Ordenpunkte zu bekommen und natürlich auch Ressourcen. Checken wir einfach mal die Lage, gucken, was so geht. Ich bin gespannt. Den greifen wir auf alle Fälle nicht an. Der ist erstens zu stark und zweitens hat er so zu wenig Ressourcen auf Tasche. Von daher, oha, den greife ich ohne an. Gehen wir gleich mal weiter. Also ich achte eigentlich immer darauf, dass das Stadtzentrum relativ weit außen steht. Also wie hier, hier ist es eigentlich relativ sinnvoll. Aber das Ding ist hier natürlich auch, dass er relativ gut verschachtelt seine ganzen Ressourcengebäude hat. Von daher wird es hier natürlich auch relativ schwierig zu gewinnen. Werden wir sehen, könnte man natürlich ausprobieren, aber ich glaube, wir suchen uns einfach mal den nächsten Gegner und gucken, was da so geht. Alter, der hat richtig Ressourcen am Start. Wo ist das Stadtzentrum? Da ist das Stadtzentrum. Aber hier hat er natürlich, oh gut, der hat was am Start. Von daher ist, oha, oha, Alter, nee, das lassen wir. So, der ist im Mittelalter, das würde sich eventuell lohnen, ressourcentechnisch hat er zwar nicht so viel mit am Start, aber das könnten wir auf jeden Fall packen, um den hier irgendwie zu besiegen. Klar, man ist eigentlich nicht immer klar, dass wir packen, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Ich würde sagen, wir greifen von hier unten einfach mal an und checken einfach mal die Lage. Was sagt ihr? Würdet ihr das ummachen oder sagt da, nee, lastet, ist nicht so sinnvoll. Ich probiere es einfach mal aus, gucken, was geht. So, haben wir hier erstmal alle drin, was wir haben. Die können erstmal alle gut Bambule machen. Dann werden wir so gleich mal machen, dass die schön geschützt sind. Dann können sie nämlich schön Action machen. All den Schutz finde ich immer relativ sinnvoll, weil die Wahl mit Schutz lässt sich auf jeden Fall viel besser zocken, beziehungsweise hält man natürlich viel mehr aus. Das ist immer relativ sinnvoll, relativ wichtig für uns. Hier haben wir erstmal ein bisschen was sabotiert sozusagen. Da können sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr wirklich
was mit anfangen mit den Gebäuden für diverse Sekunden. Von daher passt es, die können wir erstmal ganz entspannt zerstören. Von daher denke ich schon, dass wir eine relativ gute Chance haben, hier zu gewinnen. Hier können wir natürlich jetzt nochmal so machen, zack, und machen die natürlich nochmal gleich ein bisschen gesund. Das lohnt sich natürlich auch immer, um dann anschließend relativ stark zu sein und die Gegner zu besiegen. Sieht relativ gut aus für uns, glaube ich. Ich hoffe, dass wir die 100% kriegen wir nicht, weil, na, schon, aber den schnellen Sieg haben wir nicht mit am Start. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber sonst denke ich, haben wir hier gute Karten zu gewinnen. Ja, sieht relativ gut aus für uns. Hier oben ist alles zerstört. Hier unten haben wir natürlich ein bisschen was wir da zerstören müssen. Ressourcentechnisch haben wir auch ein bisschen was bekommen. Von daher haut es schon hin. Wir sind bei 85%. Ich denke schon, dass wir hier auf jeden Fall die Chance auf 100% haben, wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen. Ich meine, von der Zeit her haben wir noch eine ganze Minute. Von daher passt es. So, das haben wir zerstört, das haben wir zerstört. Hier könnten wir jetzt natürlich auch sagen, geht mal schnell auf das oder das Gebäude. Aber das brauchen wir eigentlich nicht machen, weil von der Zeit her haben wir auf jeden Fall alle relativ gut im Griff. Von daher denke ich schon, dass wir die 100% kriegen, 97%. Und jetzt werden wir auch gleich die 100% am Start haben. So sieht's aus. Wir haben jetzt zwar den schnellen Sieg nicht am Start, das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber darauf ist erstmal Schüssen plus 12 Ordenpunkte ist natürlich wieder sehr, sehr wichtig. Jetzt können wir erstmal wieder ein paar Truppen ausbilden. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich, weil das können wir auf jeden Fall immer gut gebrauchen. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Ritter. Dann brauchen wir noch einen zweiten Ritter und den Rest nehmen wir unsere königlichen Schokonus. 6 Minuten 5,49. So, dann passt es. Ressourcentechnisch ist alles soweit schick. Dann können wir hier natürlich den nächsten General aktivieren, Kleopatra. Dann nehmen wir hier natürlich wieder unsere Kriegstaktiken. Müssen uns wieder 2 Stunden 9 Minuten gedulden, bis die fertig sind. Können hier gleich nochmal gucken, was brauchen wir hier. Wir bräuchten auf jeden Fall Diamanten, Leder und Fell. Das wäre auf jeden Fall richtig wichtig. Aber was mir gerade einfällt, hier der Apfelwein und der Metall ist relativ voll. Das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal wieder den Rüstungssegen hier hinklatschen. Der ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, wenn man hier angreifen will. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir da alles richtig gemacht. So, die Kriegsakademie bleibt da stehen. Das haben wir erledigt. Dann könnten wir auf jeden Fall unsere Kohle erstmal wieder in Mauern investieren. Ich denke schon, dass das sinnvoll ist. Was sagt ihr? Würdet ihr das machen? Oder sagt er eher, nee, man macht nicht. Ist nicht so sinnvoll. Also da würde ich auf jeden Fall mal von euch Feedback haben wollen, um zu wissen, wie ihr das seht. Ob er sagt, ja, verstärkt die Mauern schnellstmöglich oder lasst lieber. Also würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht, was ihr so machen würdet. Ich werde es erstmal machen. So, die Mauer verbessern wir und die Mauer verbessern wir. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen gedulden. Können jetzt natürlich erstmal gucken, hier göttliche Versehung. Das ist erwirbt 100 Segen im Tempel. Da holen wir uns gleich mal die Belohnung ab. Sehr schön, sind wieder 10 Kronen mit am Start. So muss es sein. Überlebende Truppen haben wir verkackt, das haben wir verkackt. Volle Taschen, deine Feinde haben doch wirklich zu viel Gold. Oder erbeute 57 Gold im Multiplayer-Kämpfen. Ein Tag, 11 Stunden, damit wir in ganzer Kraft vorgehen können, benötigen wir viele Handelsgüter. Sammle 35 Handelsgüter. Haben wir gleich noch eine Aufgabe. Also das sind auf jeden Fall 2 derbe Aufgaben, die wir noch erledigen müssen. Wie gesagt, 915 Ohren haben wir. Da würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Allianz. Gucken da erstmal nach, auf welchem Platz wir sind. Platz Nummer 3 sieht relativ gut aus. Ja, Sascha, der dreht hier natürlich völlig an die Knöpfe, wie ihr seht. Ben ist natürlich auch mit Jude am Start. Wir sind auf Platz 3. Ist eigentlich alles im grünen Bereich. Also ich bin da mit Jude zufrieden. Hier werden wir erstmal wieder ein paar Truppen anfordern. Was ist hier los? Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Kommen sie irgendwie nicht so wirklich klar. Keine Ahnung, was da so geht. Gut, wie gesagt, das haben wir erstmal wieder erledigt. Müssen uns jetzt erstmal wieder für eine gewisse Zeit gedulden. Von daher würde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.